Gestern warst. Das klingt ganz gefährlich. Ja, also den bösen Krimi, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja, genau. Ja, ich weiß, wo du warst und man konnte es sehen. Manon in der weltweiten Livestreaming-Übertragung. Weltweit ja, live. Das ist doch, machst du das? Nutzt du das? Naja, also insofern ja, weil ich mache sehr viel Werbung dafür. Das ist eben das neue Projekt der Wiener Staatsoper, das Streaming, wo man sich eben weltweit einloggen kann und dann wirklich diese Vorstellung sich live anschauen kann und an jedem Ort der Erde zu der richtigen Tageszeit. Ja? Also da muss man dann nicht um 3 in der Früh aufstehen und dann sich was anzuhören, sondern man hat dann wirklich so Zeitabschnitte, die man sich buchen kann und hat dann das wirkliche Live-Erlebnis. Das wird live sozusagen gestreamt und direkt übertragen dann. Und das ist ein ganz ein tolles neues Projekt und hilft uns natürlich auch international mehr bekannt zu werden, das ist klar. Über die Tantiemen reden wir heute nicht natürlich. Ja. Aber nein, dein Geld machst du, glaube ich, durch solche Interviews nein. wie heute. Natürlich. Ja. Dafür nimmst du, apropos ja. verdienen, wir schenken dir auch einen ein. Oh, und das ist toll. Und ja, während das ist ich das mache, das habe ich jetzt fast vergessen, wir haben eben den Donner gehört. Ja. Du warst Donner im Rheingold von Wagner. Richtig. Donner ist ein Held. Ein absoluter Held, sagt Wagner. Ja. Bist du im Alltag ein Held? Naja, wenn man Held definiert als jemanden, der sich sozusagen sofort, ohne nachzudenken, in ein Wagnis stürzt, ja. so wie ja oft die Helden, wenn man dann ein bisschen so belächelt, so ein bisschen vielleicht die nicht so klugen, intelligenten Tenöre, die vielleicht dann die Helden so sind und sich kopflos in eine Sache stürzen und meistens scheitern oder nicht scheitern, dann bin ich ein Held. Ich denke leider oft zu wenig nach und bin sehr impulsiv, emotional. Wer mich kennt, weiß das. Aber das ist einfach eine offene Ehrlichkeit, wo ich mich dann auch oft in eine Sache hineinstürze, ohne Wenn und Aber. Also könnte man vielleicht sagen, ja, da bin ich ein Held. Ob ich ein glücklicher Held dann bin oder ein trauriger Held, das entscheidet dann, was rauskommt. Dann wird das ein sehr privater Abend. Ja, darauf treten wir schon mal ein, das macht man ja sonst nie. Sie kriegen dann nachher auch. Ja, sie kriegen dann nachher auch. Wir probieren den schon. Zum Wohl. Zum Wohl, ja. Guter Wiener Wein. Ja. Na, übrigens eine schöne Aufnahme. Es war Staatsoper vor, ich glaube jetzt 2 Jahren, die Rheingold-Sache mit Franz Welser Möst. Mhm. Das ist eigentlich eine undankbar dankbare Rolle. Ja, aber warum? Naja, weil er ja... Er kommt mal, dann ist er gleich wieder weg, dann kommt er wieder mal und dann ist er gleich wieder weg. Also das ist so wie Gunther zum Beispiel. Auch eine schwere Partie zu singen, auch das ist schwer, es liegt unangenehm. Und Gunther liegt auch unangenehm, ist jetzt sozusagen nicht dieser Leading-Bariton-Charakter, aber ohne den geht es ja auch nicht weiter. Und das ist schwer zu singen, undankbar. Aber ich habe mich, glaube ich, so im Laufe jetzt meiner Zeit auf die undankbaren Rollen kapriziert. Zum Beispiel Funny Mal singe ich jetzt im November wieder an der Staatsoper. Mit Petrenko freue ich mich schon sehr darauf. Das ist eine höchst undankbare Rolle. Sie ist wahnsinnig schwer von den Einsätzen her. Sie ist wahnsinnig hoch, sie ist tief. Und wenn alles vorbei ist, wissen die Leute nicht mehr, wer war jetzt eigentlich der jetzt nochmal schnell. Ja. Das Stichwort undankbar kommt bei mir erst viele Seiten später, aber ich weiß, dass ich mich schon von meinem Konzept verabschieden kann. aber dann gehen wir jetzt gleich direkt auf die Rollen. Undankbare Rollen gibt es und der Bariton ist in der gesamten Opernliteratur nicht so oft erste Partie. Wie gehst du damit um? Na Gott sei Dank. Es wäre ja fad, immer den Helden zu singen und zu spielen. Ich habe gern diese differenzierten Charaktere. Man muss auch nicht wirklich 3 Stunden lang immer nur auf der Bühne sein. Das ist ja auch anstrengend. Bei mir war das in meiner Karriere immer so, ich war immer dankbar über, und ich meine das völlig ernst, über jede Rolle, ob sie jetzt wirklich kurz ist oder ob sie lang ist, weil man aus jeder Rolle wirklich etwas herausholen kann.
Oft wurde ich kritisiert, dass ich, ja, da macht er schon wieder so viel in dieser kleinen Rolle. Ja, Entschuldigung, wenn der Komponist nicht gewollt hätte, dass es diese Rolle gibt, hätte er sie gar nicht hineingeschrieben. Und ich finde, das ist eine Verpflichtung von einem ernstzunehmenden Künstler, die Rolle, die er annimmt, mit 1000% völlig ernstzunehmend zu singen und auch zu spielen und zu interpretieren. Das ist auch, glaube ich, meine Stärke. Die, die mich schon lange kennen, lächeln wahrscheinlich, weil ich habe immer gerne gespielt und geredet. Und ich bin jetzt nicht nur der Sänger, der dasteht und versucht, schön zu singen, sondern ich habe wirklich großen Spaß, in diese Rolle hineinzuschlüpfen und diesen Charakter zu spielen. Und ich sage Ihnen, mit der kürzesten Rolle, oder greife ich da auch wieder vor? Ja, greif einfach. Aber es passt nicht so. Mit der kürzesten Rolle der Opernliteratur habe ich meinen Vertrag an der Staatsoper versungen. Jetzt stopp. Wir haben ein Publikum hier und einige kennen dich, das weiß ich. Wer weiß, welche Rolle er jetzt meint? Oder wenn Sie nicht die Rolle kennen, er hat, das darf ich sagen, ein einziges Wort gesungen. Als das war, glaube ich, auch die kürzeste Rolle, die du jemals gemacht hast. Es gibt überhaupt, das ist die kürzeste das ist die Rolle. Es gibt noch in der Schwester Angelika irgendeine Nonne, die singt Perché. Aber ich singe wenigstens einen berühmten Dichter. Aber auch zwei Silben. Zwei Silben. Klopstock. In Werther. Und das war wirklich, war das auch dein erstes Engagement an der Staatsoper? Nein, also an der großen Bühne, ja. Ja, an der großen Bühne. Das ich habe vorher Kinderoper gemacht. Jetzt wird jemand ganz besonders lächeln. Ich habe auch eine Karriere vor dieser Gesangskarriere gehabt. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Aber ich hatte zu beurteilen, ob das Plastikzelt oben auf der Staatsoper genehm ist oder nicht genehm ist. Und ich habe damals gesagt, so eine Frechheit und ein Plastikzelt auf der Oper und um Gottes willen ein Skandal und nie und nimmer und das wird abgelehnt und überhaupt ein Skandal und die Oper wird verschandelt. Mein erster Stückvertrag war ein Plastikzelt oben in der Kinderoper. Hätte man das nicht durchgedrückt, dann wäre ich jetzt nicht an der Staatsoper. Weil da habe ich den Pinocchio gesungen, den Feuerfresser, oben im Kinderopernzelt und habe zuerst gedacht, ah, in der Oper, was gibt's denn, was haben Sie für mich, Giovanni? Nein, Feuerfresser, Kinderopernzelt. Und ich dachte, na, das beginnt ja wirklich toll. Und ich dachte, naja gut, so kann ich sagen, ich habe auf der Oper gesungen, na, auf der Oper. Also nicht in der Oper, auf der Oper gesungen. Aber ich dachte, das ist auch ein guter Anfang. Als Wiener sieht man auf der Oper. Und so kam es dann, Schritt für Schritt. Und da hat damals der Holländer halt, also halt wenig gesungen, viel gespielt. Und da hat er gesagt, na, hol dir mal diese Unterreiner daher und soll der mal singen. Und dann habe ich halt vorgesungen und das stimmt nicht. Da war immer noch der Klopstock dazwischen. Feuerfresser Kinderoper. Dann war ich auf einer Reise in Brasilien, lustig, an den Iguazu-Wasserfällen. Plötzlich läutet mein Handy. Da habe ich gedacht, das ist toll, da gibt es sogar Handyempfang. Ruft die Staatsoper und sagt, du, hallo, Clemens, servus, du, da ist die Regiekanzlei, du, da warst da eh so toll in dem Kinderopernzelt, möchtest du eine Rolle singen auf der Bühne, auf der großen Bühne? Und ich, ja, natürlich, natürlich. Ja, wir hätten da was ganz Tolles für dich. Und ich, ja, um Gottes Willen, dann fangen die Proben an. Naja, jetzt, habe ich gesagt, aber ich bin ja nicht da und um Gottes Willen, ich habe gar keine Zeit zu lernen. Na, du wirst das schon schaffen, so lange ist die Rolle nicht. Ja, dann kam ich zurück und dann war das Klopstock. Der Brühlmann. Aber und, ich darf ich kurz... Bitte, Doppelkonferenz. Nur kurz dazu sagen, das war ja nicht irgendeine Produktion, das war eine neue Produktion und das war nicht irgendwas, Wiener Staatsoper war schon klar, aber das ist er ja gewohnt, als geborener Wiener, viele andere Sänger würden sich alle Finger danach lecken, er startet da, sondern es war auch gleichzeitig eine Produktion mit Fernsehen. Und mit DVD. Das war alles drin. Der Durchbruch von der Garantscha. Elina Garantscha, ja. Alles dabei. Und er singt den Brühmann, den Klopstock. Also die Figur heißt Brühmann. Und genau. Das ist der Klopstock. Die ist übrigens gestrichen jetzt. Ach, die gibt es nicht mehr, weil ich es nicht mehr singe. Nein. Ohne Schmäh. Ist wirklich ohne Schmäh. Also ich bin ja dann umgestiegen auf den Johann. Und ich werde jetzt in der Zukunft auch dann den Albert machen. Aber sozusagen, dann haben sie sich überlegt, wen nehmen wir? Ein Chorsolo oder irgendwie? Na, eigentlich... Das macht jetzt keinen Spaß mehr und da rein streichen wir die Rolle weg. Die gibt es nur mehr als Statistenrolle, als stumme Rolle, aber das Klopstock gibt es nicht mehr. Also in dieser Fassung. Ich habe dich aber unterbrochen. Wie,
wie kam es dann? Du hast dann einfach zugesagt und dann hattest du die Rolle und dann hast du. Naja, zugesagt. Studiert. Ich habe dankbar genickt und habe gesagt: Naja, ausnahmsweise rufen Sie meine Agentur an. Ja. Nein, das war natürlich ganz toll. Und dann kam ich herein, zum ersten Mal halt dann wirklich auf die große Bühne und dann mit dem Philipp Jordan, der wirklich entzückend war. Weil der hat mit mir richtig das Klopstock gelernt. Ja? Da habe ich gesagt, nein, weißt du, also das Klopstock, das ist hart, da musst du Klopstock machen. Und ich habe tagelang nur Klopstock interpretiert, aber jetzt ohne Schmäh mit dem Ergebnis, dass das anscheinend gar nicht mal so schlecht war, wo dann eben der Holländer gesagt hat, eigentlich stellt er sich jetzt nicht so blöd an, der hat sich das verdient, der hat sich nicht von unten raufgesungen, sondern von oben vom Dach hinuntergesungen, dem gebe ich eine Chance. Ist das nicht unheimlich nervenaufreibend? Ich habe ein paar Mal den Troubadour erlebt in unterschiedlichen Häusern und da gibt es einen Menschen, der einen Brief reinbringt. Und der muss nur, ich kann es leider nicht auf Italienisch, glaube ich, nur sagen, hier ist der Brief. Das ist eine Tenorpartie und ich habe sie noch nie, außer auf Platte, aber live noch nie perfekt gehört, weil die so nervös sind, dass die dann immer kicken, hier ist der Brief. Ganz klar, das klappt einfach nicht. Ich nehme an, das ist die Nervosität. Wie war das bei Klopstock? So schwer, ja, aber nervlich, finde ich. Nein, nervlich war es natürlich. Es war, sagen wir es so: Nach außen hin wirke ich immer wirklich sehr ruhig und ich bin es überraschenderweise auch, aber es spielt sich natürlich schon innerlich viel ab. Weil du weißt, du bist auf der Bühne und es gibt nur dieses eine Wort. Und wenn das zu spät kommt oder wenn ich es kickse, dann sagt man, na, der kann ja nicht einmal Klopstock singen. Ja. Und das ist bei jeder kurzen Rolle so. Die sind wirklich schwer. Also ein Giovanni kann einmal kicksen, völlig wurscht, der hat 3 Stunden Zeit, das auszubessern. Und natürlich ist es schwieriger und körperlich, gar keine Frage. Aber gerade bei diesen kurzen Rollen, das muss wirklich auf dem Punkt sein. Deshalb natürlich auch oft unbedankt. Und ja, aber ich habe damit eigentlich mit diesen komplizierten Rollen oder wenig eigentlich meine Karriere sozusagen aufgebaut. Ja, Schritt für Schritt. Darf dir sagen, du hast aus meiner Sicht mit diesem kurzen Klopstock bereits etabliert, dass es für dich eigentlich keine Nebenrollen gibt, genau. Sondern du hast es wie eine Hauptrolle gemacht. Ja. Wenn sie jetzt denken, der schmeichelt ihm da jetzt irgendwas dahin, machen sich selbst nochmal ein Bild. Ich habe diesen kurzen Ausschnitt mitgebracht. Das können Sie sehen. Es gibt einige Momente, wo sie mich rasiert sind. Einen Moment. Da kann man sagen, die haben denn in ihrem Vertrag, haben sie ein schwieriges Vorsingen gehabt, da habe ich gesagt, Klopstock. Ich weiß nicht, wo die anderen so ein Problem finden beim Vorsingen. Ja, also, nein, es war natürlich furchtbar aufregend, weil, wie gesagt, also Premiere und Fernsehen und DVD-Aufnahme und dann ist natürlich nicht schwer, gar keine Frage, aber Sie dürfen nicht vergessen, so viel Erfahrung hatte ich vorher nicht mitgebracht. Ich habe zwar in Linz begonnen, in Linz beginnt's, aber halt so eine riesige Bühne und ich bin ja da aufgewachsen am Stehplatz und als Statist, ich habe über 10 Jahre studiert, um mir Geld zu verdienen, bin mit allen Großen da auf der Bühne gestanden und habe mir gedacht, das ist ja unglaublich, dass ich da jetzt selbst stehen kann. Und da wird man schon ein bisschen nervös. Immer noch, Gott sei Dank. Ja. Weil sonst würde man abstumpfen. Also ich habe immer noch so ein bisschen dieses Ziehen im Bauch. Ich finde das ganz wichtig, weil das zeigt mir selber auch, dass das nie Routine wird. Es darf auch nicht Routine werden. Weil wenn man denkt, ach, das ist so gut geprobt, Routine, dann passieren die Sachen. Mittlerweile stehst du auch nicht nur in Wien auf der Bühne. Du warst in New York, in der Carnegie Kopenhagen, Opernhaus. Ja, das war Budapest, ganz... Nizza, es gibt so einiges. Also Nizza, wir haben eine Dame aus Nizza heute da. Ah, ja. Tatsächlich. Da habe ich ein Papageno gemacht und auch ein Tristan und Isolde. Mhm. Na, und Kopenhagen war überhaupt besonders toll. Ich habe mein berühmtes Benefiz-Weihnachtskonzert gesungen und am nächsten Tag läutet das Telefon und sagt, ja, Herr Unterreiner, wie geht's Ihnen denn? Da habe ich gesagt, ja, danke. Das ist so ein großer Erfolg war, dass das Konzert. Ich habe gesagt, deshalb rufen Sie aber sicher nicht an. Na, was machen Sie? Wie fühlen Sie sich denn? Sag ich, was wollen Sie von mir? Na, was machen Sie heute Abend? Habe ich gesagt, naja, ich habe Cover an der Staatsoper. Nein, das brauchen Sie nicht. Der Kammersänger Grundheber ist fit und top. Sie brauchen das nicht singen, Sie hätten Zeit. Habe ich gesagt, Sie wissen mehr als ich. Was wollen Sie von mir? Na, können Sie Sharpless einspringen, Butterfly? Habe ich gesagt, na, ich kann das. Das habe ich schon so oft gesungen. Kein Problem, nur
das spielt ja gar nicht in der Volksoper. Nein, nicht in der Volksoper, in Kopenhagen. Sag ich, ja wann? Ja heute. Sag ich, ja, und um wie viel Uhr? Nein, in 2 Stunden geht das Flugzeug. Und sowas. Mein Vater weiß das noch, Papa. Ich wurde bestohlen. Auf dem Weg zum Flughafen hat man mir auch noch alles gestohlen. Ich hatte meinen Pass und meinen Schlüssel und ich hatte kein Geld, gar nichts. Und ich rufe meinen Vater und sage, Papa, rase sofort zum Flughafen und bring mir Geld. Ich habe zwar jetzt das Ticket nach Kopenhagen, ich muss einspringen. Er hat gedacht, ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe kein Geld, bring mir schnell Geld. Dann ist er rausgefahren zum Flughafen, hat mich ausgelöst, weil ich einen Kaffee getrunken habe. Da bin ich jetzt draufgekommen, werden zahlen, ich habe kein Geld mehr. Ist alles weg. Und dann habe ich gewechselt, bin geflogen mit irrsinniger Verspätung. Und ich bin wirklich 1,5 Stunden vor Beginn dort erst im Opernhaus angekommen. Da wusste ich nicht einmal, welches Kostüm, geschweige denn, wer singt, wer dirigiert, wo, was muss ich überhaupt tun? Nichts. Null. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe das schon oft gesungen, also musikalisch kein Problem und ich war auch körperlich und stimmlich fit. Aber da muss, und das hat auch funktioniert, weil die haben gesagt, nein, im ersten Akt, habe ich gesagt, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe. Den ersten Akt singe ich so wie in der Staatsoper, ist mir völlig egal, was da hier bei euch ist. Und in der Pause erklärt es mir halt, wie ich dann die Briefszene machen soll und so irgendwie. Und ich habe schon gemerkt, die denken sich, das wird nichts. Das wird nichts. Es war noch der Kaspar Holten, der übrigens jetzt Direktor an Royal Covent Garden ist und jetzt gerade bei uns inszeniert. Also der ist irgendwie nur kopfschüttelnd dagestanden und hat sich gedacht, das wird jetzt das größte Desaster des Jahrtausends. Und ich war so aufgeregt und war so gut bei Stimme und habe einfach dann den ersten Akt gesungen. Das Problem war, ich wusste nicht, wer ist der Pinkerton, wer ist die Butterfly. Die habe ich erst dann alle auf der Bühne kennengelernt. Also das war so wirklich Madame Butterfly. Ah, sie, ah, wirklich. Also das war ganz realistisch. Und ich muss Ihnen sagen, also ich habe das wirklich, also ein tolles Opern, das große Neue, das Holmen, also der Maersk, dieser Milliardär, hat das hingebaut. Und ich bin aber nachher wirklich, ich habe danach einen Schwächeanfall gehabt. Da ist diese ganze Last und diese Aufregung, zuerst einspringen, komme ich rechtzeitig an, bestohlen wurde ich, also wusste nicht, wo ich hin, also das ist wirklich heftig. Und ja, das hat mir zu viel gelernt, aber wie gesagt, da war ich ein Held, weil ich habe nicht nachgedacht, was passieren könnte. Da hätte ich ja wirklich total versagen können, nicht? Aber du warst insofern vorbereitet, als dass du deine Figur kanntest. Also Herr Schables kam mit dir mit, den brauchtest du nicht mehr. Wie bereitest du dich auf eine Rolle vor? Wie erarbeitest du dir eine Rolle, wenn etwas Neues kommt? Nee, jetzt müsste ich sagen, ja 2 Jahre vorher weiß ich schon, was ich singe. Der Liter. Es ist einfach einmal so, man muss ein bisschen auch hinter die Kulissen unseres Repertoirebetriebs schauen. Also wenn du jetzt sprichst von einer Rolle an der Staatsoper, dann erfahren wir das relativ knapp. Wieso? Sie wissen, wir sind ein Repertoirehaus, wir haben das größte Ensemble der Welt. Es gibt sehr viele Wechsel. Sie haben gesehen, es kann sehr schnell passieren. Jemand sagt ab, dann wird eine Rochade gemacht. Das heißt, ich bin darauf konditioniert, in kürzester Zeit mich intensiv mit einer Rolle beschäftigen zu müssen. Das habe ich so gelernt. Da haben viele Kollegen ein Problem, die erst sozusagen später an unser Haus kommen. Die kommen mit dem Tempo und mit dieser Art des Arbeitens und sind jetzt nicht so ganz leicht zurecht. Ich bin halt damit aufgewachsen, deswegen schocken mich solche Einspringaktionen weniger. Und ich versuche halt in der Zeit, die ich habe, so viel wie möglich Sekundärliteratur zu machen, mich ein bisschen natürlich auch reinzuhören, unterschiedlichster Natur, wobei ich immer aufpasse, weil es gibt viele Aufnahmen. Aber es gibt auch viele Aufnahmen, wo nicht alles richtig ist. Und da muss ich sagen, das war auch so ein Entstehungs- und Entwicklungsprozess für mich. Ich hatte so große Vorbilder und Götter. Und jetzt selber, wo ich in dem Geschäft bin und ich höre meine Aufnahme an und ich kenne die Rolle, weil ich sie selber singe, merke ich erst, das ist ja falsch. Oder da stimmt ja der Einsatz nicht. Also dann relativiert sich das alles so. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, ja, aber da denke ich mir auch nur, kochen auch nur mit Wasser und das ist eben eine Live-Aufnahme und das sind eben auch nur Menschen und tolle Künstler und eben nicht alle 1000% perfekt. Das ist ja auch, glaube ich, dieser Reiz der Oper und der Live-Oper oder der Live-Aufnahme. Das, ja. Aber jetzt hast du gerade einen springenden Punkt angesprochen. Du hast gesagt, die haben dich vorher beeindruckt. Ja. Das waren deine Götter. Ja. Also muss das, was die gemacht haben, gewirkt haben, positiv auf dich. Absolut, ja. Und dann später stellst du fest, dass sie das teilweise mit Fehlern gemacht haben. Ja, aber
Kann man daraus schließen, dass der ein oder andere Fehler nicht nur verzeihbar, vielleicht sogar sehr klug ist, weil er dann eine authentische Figur bringt? Naja, also grundsätzlich ist ein Fehler nicht klug. Ein Fehler platziert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kollege bei einer Aufnahme absichtlich einen Fehler macht. Mhm. Ich fände das nicht klug. Sowas passiert, gerade eben auch bei Live-Aufnahmen. Das passiert und dann muss man intelligent damit umgehen. Ich glaube eher, dass es dann eben, was mich dann so fasziniert bei Persönlichkeiten, das ist eben das Timbre, die Stimmfarbe, die Klangfarbe, wie man das interpretiert, von der Farbe her, von der Technik auch her. Das ist es, was mich fasziniert. Deswegen meine ich ja, auch wenn man dann selbst merkt, das sind auch Menschen, die auch Fehler machen, beruhigt einen das ungemein, ja, weil das ist eben menschlich und das ist zum Beispiel eben auch dann keine Studioaufnahme, sondern auch eine Live-Aufnahme. Und das ist mir allemal lieber, ich sage nicht, dass der Fehler dann klug oder intelligent ist, aber das ist mir allemal lieber, als wenn das eine sterile, für meinen Geschmack persönlich, eine sterile Studioaufnahme ist. Gut, das ist ganz toll, aber ich habe halt gern dieses Live-Erlebnis und das ist mir so wichtig. Und deswegen meine ich, das relativiert sich dann und das beruhigt auch allgemein. Das ist das, weshalb wir Oper lieben, glaube ich. Ne? Dass es immer die Möglichkeit gibt, dass ein Fehler passieren kann. Das ist diese Trapezkunst. Deswegen ist auch die Live-Oper, auch die Live-Übertragung, nicht natürlich. Nur aus der Staatsoper, auch aus der Met oder so, ist oder Salzburger Festspiele, ist für mich genauso spannend wie ein Live-Fußballspiel. Ja, ich vergleiche das auch mit Sport oder auch oft mit Zirkus. Ja. Wenn mir jemand ein Salto Mortale macht, mit Netz, ist es sicher weniger spannend für den Zuschauer als ohne Netz. Ja. Und nochmal zu den Figuren. Also du sagst, du liest drumherum die Sekundärliteratur. Ich höre es mir mehr an. Ja. Ich sage deshalb, ich höre es mir an, weil ich hatte eine Augenkrankheit, ich hatte mit den Augen große Probleme. Ich bin als Kind auch kurzzeitig erblindet. Für mich ist Lesen anstrengend, sehr anstrengend, nach wie vor. Also ich sehe, aber ich brauche auch wirklich Zeit, wo andere vielleicht das an einem Tag durchgelesen haben, brauche ich einfach viel Zeit, mich wo hineinzulesen. Also ich kann sehr schnell überfliegen, ich habe eine riesig schnelle sozusagen Auffassungsgabe, aber viel leichter, ich rede auch gerne mit Leuten, die Ahnung haben. Ich habe da so meine Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt nicht nenne, aber die ihre tolle Karriere haben oder gehabt haben, die sich sehr gut auskennen, auch schon teilweise Journalisten, Autoren, die sich sehr gut auskennen, mit denen rede ich sehr gerne, lass mir auch gerne etwas erzählen, auch ein bisschen die Hintergründe erklären, wenn etwas sehr schnell gehen muss, weil ich dann in dieser Situation viel leichter eine Rolle greifen und erleben kann. Also die Töne einmal lernen und den Text lernen, das ist sowieso klar, das gehört zum Handwerk. Und das Ganze rundherum, das sauge ich mir dann in der Zwischenzeit über verschiedenste Medien dann auf. Und nur so kann dann aber auch eine psychologische Figur entstehen. Naja, Telramund. Ja. Ja. Weil ich hab den vorbereitet, den schauen wir uns noch nicht an. Ach so, ja. Ich muss nur irgendwie dahin leiten, weil ich die anderen Dinge, von denen du sprichst, nicht vorbereitet habe. Ach so, ja, Entschuldigung. Komm, aber ich glaube, ich will eben nicht wissen, was auf mich zukommt. Das ist spannend. Trotzdem weiß ich, dass wir ein Streitgespräch hatten, nämlich über den Telramund und über die große Frage, wie legt man den denn an? Für mich ist Telramund im Lohengrin eigentlich ein Loser. Eine schwache Gestalt, die beherrscht wird von seiner Frau Ortrud und er ist einfach nur schwach. Das siehst du ganz anders. Warum? Er ist ja kein Loser. Er ist ein Fürst, er ist adelig. Er ist an der Spitze zu der Zeit ausgebildet, reich. Also alles, was da ist. Die Verbindung hat halt nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, hat er sich mit einer anderen verbündet und hat halt versucht, jetzt werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Und ist jetzt kein Versager. Und er hat, also ich habe das so angelegt, das war jetzt beim Richard-Wagner-Festival vor kurzem, wo ich eben meinen ersten Telramund gemacht habe, was mir wirklich großen Spaß gemacht hat, weil erst einmal alle haben gesagt, nein, ist ja viel zu früh, das wirst du nicht singen. Ich habe gesagt, ich singe das nach meinen Möglichkeiten, hatte auch wirklich lang Zeit, mich vorzubereiten und die wollten nämlich unbedingt einen jugendlichen Telramund haben. Und ich habe gesagt, das funktioniert, habe das auch gut erarbeitet mit meinem Lehrer, technisch, hat dann auch sehr gut funktioniert. Und für mich war, wie ich mir diese Rolle sozusagen zurechtgelegt habe, war mir eigentlich klar,
Also er, für mich ist er kein Versager. Er hat zwar natürlich, er verliert den Zweikampf und er wird vogelfrei, ist gar keine Frage. Aber er ist kein Versager, weil er sich ja immer wieder quasi aufrappelt, immer wieder aufsteht und immer wieder versucht, aufs Neue sozusagen durchzubrechen. Also eher ein Stehaufmännchen. Ja? Ein Stehaufmännchen, mhm. der sozusagen versucht natürlich alles zusammen. Ein politischer Mensch einfach, ein gekränkter Mensch in seiner Eitelkeit, in seiner Ehre, alles. Dann diese starke Bindung zur Ortrud, ja, wo ich wirklich eine tolle Partnerin gehabt habe, die Lioba Braun, die wirklich mit irrsinniger Kompetenz und Rollenerfahrung da hineingegangen ist und mir auch da wirklich tolle Unterstützung gegeben hat. Und mir war da völlig klar, das war so ganz natürlich hat sich das entwickelt. Auch dass sie jetzt nicht nur die starke Heroin ist und so weiter, sie hat ja auch Zweifel. Sie hat ja auch Sorge, Furcht. Was ist denn da? Nicht? Ich meine, das ist ja nicht normal, dass einer am Schwan dahergeritten kommt und dann denkt sich, ja, ist ja klar, jeden Tag kommt einer am Schwan daher. Und dann schauen wir halt mal, was da so ist. Und dann, aha, mein Mann verliert. Na gut, das ist ja nicht so. Also wir haben immer wieder versucht, sozusagen da sehr viel Energie hineinzubringen. Das ist auch eine Kleinigkeit, die neu für mich ist. Ich hätte nie gedacht, dass Ortrud Angst hat. Doch. Sie zeigt das so nicht nach außen. Ja. Und sie hat natürlich eine in sich ruhende Kraft. Und sie ist eine natürlich wahnsinnig schlaue, sehr starke Persönlichkeit. Und hat sicher auch ihren Tellramund in gewisser Weise unter Kontrolle. Nicht ganz, aber natürlich auch mit den Waffen der Frauen, mit ihrem Background, den sie auch hat. Sie ist ja nicht irgendwer auch. Nicht? Und wie gesagt, also ich hatte meine schwachen Momente als Tellramund, aber ich konnte den Tellramund auch wirklich quasi stark spielen. Und das war mir auch wichtig. Weil ich meine, auch ein Held, er weiß, wenn er da jetzt kommt, auch der König könnte ein Zeichen machen und ich wäre hingerichtet. Mhm. Nein, der kommt und sagt jetzt, na noch einmal. Und jetzt steht der da und was ist denn jetzt König und überhaupt? Aber er weiß ja eigentlich, ein Fingerschlag und ich bin weg. Nicht? Der Bann ist ausgesprochen. Ja. Nicht? Also das ist ja nicht irgendwas. Wenn ich ein Loser wäre, ein Feigling, dann hätte ich mich verkrochen und die Geschichte wäre so. Also für mich ist es kein Loser. In Wels hast du ihn gesungen, ja. Eine Kamera war dabei. Und das, was die aufgezeichnet hat, schauen wir uns an. Kein Loser. Tut mir leid. Man muss auch genau auf die Töne auch immer hören. Ja. Nicht? Also ich finde, Text kann relativ sein. Ja. Aber wenn man auf die bei Wagner ist es ein Spezialfall, weil der Text und Musik gemacht. Aber trotzdem, generell, man muss in der Interpretation einer Rolle, wenn man sich einmal das wirklich vorbereitet, eigentlich nur auf die Musik hören. Mhm. Welche Harmonien, welche Töne, dann merkt man genau eigentlich, in welcher Stimmung das sein soll. Wie viel Kraft. Wie Kraft oder Wagner nicht. Oder, gegeben hat. Das ist eigentlich was sehr Harmonisches eigentlich. Und es wird natürlich dann oft in andere Richtungen interpretiert, was ja auch das Recht eines jeden Regisseurs ist. Aber wie gesagt, das ist halt Interpretationssache. Und jeder Regisseur, der auch wirklich ein Konzept hat und das wirklich für mich erklären kann, Da bin ich als Profi verpflichtet, das auch umzusetzen. Ja? Gut, also das Stichwort Regie. Wels ist bekannt dafür, dass es konventionelle Regie macht. Ja. Gut fürs Auge, sehr, wie man sagt, werkgetreu.
nicht der Versuch, es irgendwie in eine andere Zeit zu setzen oder eine neue Aussage zu machen oder eventuell ein ganz anderes Stück zu erzählen. Wie gehst du mit solchen Regisseuren um, die das tun? Na, ganz locker. Es ist ganz lustig, es war immer so, immer wenn sie gesagt haben, du Clemens, bitte musst aufpassen, der ganz komplizierte Regisseur, um Gott, deswegen ganz kompliziert. Und dann habe ich gedacht, hier, was kommt denn jetzt? Das waren meistens eigentlich die unkompliziertesten. Und dort, wo man sich gedacht hat, das wird ganz einfach und das wird eine ganz eine konventionelle Regie, da wurde es oft dann ganz schwer. Also ich gehe insofern leicht damit um, weil ich einmal alles auf mich zukommen lasse. Mhm. Ich bin auch ganz aufgeschlossen und offen, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn man sofort mauert, denn ich gehe immer davon aus, dass sich diese Person auch wirklich was überlegt hat. Wo ich ein Problem habe oft ist, wenn man kommt und dann sagt der Regisseur, naja, setzen wir uns einmal hin, lesen wir das einmal durch und überlegen wir mal, da denke ich mir, wofür wird denn der bezahlt eigentlich? Ja? Und das ist schon der Schmäh, das ist der unterreine Schmäh, wenn so eine Situation kommt, dann gehe ich immer in einem gewissen Zeitpunkt, nach 2 oder 3 Wochen, gehe ich dann immer zum Regisseur hin, auf eine natürlich charmante, lustige, augenzwinkernde Art, aber ich glaube, die verstehen das schon und dann sagt, dann gebe ich mir einen Zettel und schreibe da was drauf und sage, du, weißt du, sagen sie, was ist das? Habe ich gesagt, na, meine Kontonummer. Sag ich so, wieso? Habe ich gesagt, naja, nachdem ich jetzt meine Rolle mir selbst inszeniere, hätte ich gerne einen Teil deiner Gage, bitteschön. Ja? Verdienst du? Dann nicht. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht, aber das ist manchmal wirklich, das ist wirklich schwierig manchmal, nicht? Weil es gibt auch keinen anderen Beruf, meines Wissens, wo so viele Quereinsteiger fungieren. Also jeder glaubt, er kann Opernregie machen. Das können vielleicht auch viele. Es gab auch tolle Balletttänzer, die tolle Opernregie gemacht haben, oder auch tolle Schauspieler, gar keine Frage. Nur der Großteil glaubt, da braucht man halt eine Idee und so weiter, haben aber keine Ahnung, was ein Sänger braucht, haben keine Ahnung von Akustik und Bühnenbild, haben keine Ahnung von Licht. Also das ist dann schwierig, weil wenn einer, der dich leiten soll, wenig Ahnung vom Handwerk hat, dann wird es problematisch. Und dann ärgere ich mich maßlos, weil wenn man dann irgendwie sagt, so geht es halt, na, der ist kompliziert, ein Divo, zickig, kompliziert, typisch Künstler. Nein, wir sind in einer Situation angelangt, wo der Opernsänger, der nämlich dann am Abend steht und dann die Watschen kassiert, in einer Situation ist, wo so viel Unsinn auf einen zukommt und er kaum die Möglichkeit hat, seriös wirklich einmal zu sagen, bis dahin und nicht weiter. Denn das Geschäft ist hart geworden, viele Häuser sperren zu, das Geld wird knapp, es gibt sehr viele gute Sänger und das geht ganz leicht. Und wenn man sagt, ah, Entschuldigung, ja, bitte, kein Problem, der Nächste bitte. So funktioniert das. Es können sich nur ein paar wirklich mit Namen leisten. Ich kann es mir nicht leisten, ich will es mir auch nicht leisten, weil ich ja wirklich davon überzeugt bin, dass einer, der inszeniert, sich wirklich was gedacht hat und das nicht so aus dem Ärmel schüttelt. Aber es gibt halt schon manchmal Reibereien. Ne? Also ich habe einen Don Giovanni gesungen und da hat der Regisseur nach 2 Wochen gesagt, also jetzt habe ich eine tolle Idee. Also du singst jetzt Leporello zur Hälfte und der Leporello singt jetzt den Giovanni und ihr tauscht dann währenddessen und ein Teil davon. Er sagt, Entschuldigung, ich weiß nicht, das ist jetzt ernst gemeint oder so. Ja, das ist ganz toll. Ich sag, nach 2 Wochen fällt ihnen das ein und so, nein, also, das bin ich nicht bereit dazu. Erstens, weil ich kann den Leporello nicht singen, kenne die Rolle nicht. Und das habe ich nicht unterschrieben. Und das war vielleicht in einem jugendlichen, stürmischen Moment, habe ich gesagt, so quasi, ja dann entweder es ist so, wie der Vertrag das vorsieht und wie Mozart das vorsieht, oder ich fahre. Also es tut mir leid, das ist halt so. Also ich bin geblieben und ich habe auch den Don Giovanni ganz normal gesungen, aber ich wurde auch dort nicht mehr eingeladen. Stört mich jetzt nicht, ja, aber das war wirklich anstrengend, weil ich war dann der Spielverderber, weil ich nicht auf diese geniale Idee eingestiegen bin. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da hätten Sie es mir vorher sagen sollen. Da hätte ich sagen können, okay, das mache ich oder ich mache es nicht. Aber der Don Giovanni, du hast ihn gesungen. Ja, ich habe ihn gesungen. Das heißt, das war toll, naja, ja. Das war wunderbar. Aber der war dann beleidigt ja. Und dann war, also man wird dann oft sozusagen dann als Böser hingestellt, nur wenn man versucht, quasi dem Komponisten und dem Werk zu dienen. Und ich bin nicht das Genie und der Genius wie Mozart. Fühlst du dich verantwortlich dem Werk gegenüber oder dem
Doch, ja, sicher, weil ich meine, dass sozusagen sie haben das Werk auf die Welt gebracht und für mich ist es ein großes Anliegen, dieses Werk auch so seriös und so ernsthaft wie möglich zu interpretieren. Was aber nicht heißt, dass man nicht neue Zugänge in der Regie wagen soll. Bin sicher, der Mozart wird das sicher auch toll finden in einigen Momenten. Ja, da machen wir jetzt ganz was Neues oder lassen die Leute fliegen mit der heutigen Technik. Gar keine Frage. Nur was mich so stört ist, wenn die Leute die Musik in den Hintergrund packen, irgendwelche Profilierungsneurosen auspacken und sagen, wie zerstören wir jetzt dieses Werk? Was war noch nicht da? Jetzt müssen wir es zerstören. Das muss jetzt am Schrottplatz spielen und dann müssen Fallschirmjäger und das muss jetzt so und in Militäruniform. Das hast du mal mit der Malerei in Verbindung gebracht. Wie wäre das? Naja, das wäre genauso, wenn ich jetzt ins Kunsthistorische Museum gehe und schaue mir jetzt ein wunderbares Bild an und dann sage ich, Also das ist überhaupt nicht. Wir haben eine Malerin hier hinten im Publikum sitzen. Die sieht das vielleicht anders, ja, weil sie von Nietzsche kommt, Nietzsche-Schülerin ist und so weiter. Da wird gleich mal einen Kübel Farbe drüber schütten. Aber das wäre genau, wenn ich sage, Rembrandt, na, das ist ja sehr schön, aber nein, also, Entschuldigung, also lieber Herr Rembrandt, also so geht das gar nicht. Und mal halt einmal ein bisschen drüber und verändere einfach dieses Bild. Also man kann vielleicht ein tolles Foto machen oder das Bild verändern, aber in diesem Aber Original, nicht das Werk überpinseln. Man darf es nicht mutwillig zerstören. Man kann es neu interpretieren, man kann es vielleicht anders rahmen, keine Ahnung. Aber wenn die Musik sozusagen in den Hintergrund tritt, dann ist es nicht mehr Oper. Oper ist prima la musica, dopo le parole. Darüber kommen und dann schauen wir halt. Weil das Oper ist die Musik. Das Singschauspiel. Wichtig. Also auch spielen. Aber singe. Gut. Hat Mozart schon gemacht? Du hast den Mozart gerade angesprochen. Du hast gesagt, du hast Kinderoper gemacht. Wir haben dich jetzt mit Wagner gehört. Ja. Es ist auffällig, dass du ein relativ breites Spektrum hast. Ich habe dich auch erlebt in Tosca. Ja. Verismo bist du besonders kraftvoll. Und da haben wir auch einen schönen Ausschnitt, den Prolog aus dem Ajazzo. Das geht bis zum Ass hinauf. Ist das eigentlich eine Lust, wenn man es schafft, dass die Stimme so fließt? Ja, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Deswegen, in gewisser Weise beneide ich oft Tenöre. Weil diese hohen Töne, das bringt den Körper wirklich in eine ganz andere Schwingung. Und deswegen singe ich auch wahnsinnig gern. Das Interessante bei meiner Stimme ist, ich habe wirklich eine wahnsinnige Tiefe und eine irrsinnige Höhe. Da tut man sich oft schwer, wo gibt man den jetzt da eigentlich hin? Ja. Und ich bin halt einfach eine ehrliche Baritonstimme, weil früher die Baritöne, die haben wirklich alle eine profunde Tiefe gehabt und eine leichte Höhe. Und das geht bis zum Ass hinauf und ich habe auch eine Arie, wo ich bis zum A hinauf singe. Das habe ich drauf. Mhm. Deswegen, und das macht Spaß. Das ist, wie gesagt, das ist so wie ein Salto und dann ohne Netz. Mhm. Funktioniert das.
das ist eine Herausforderung. Da spürt man sich dann. Ja? Da denkt man sich, also das gibt eine gewisse Art der Befriedigung, absolut. Und das macht Spaß und deswegen habe ich gern hohe Töne, ich stehe dazu. Und ich sage auch, nein, ich sage auch, gebt doch den Leuten auch die hohen Töne. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht komponiert wurde, ich weiß. Aber das ist eben dieses Erlebnis, wo die Leute sagen, na, da hätten wir schon ganz gerne jetzt auch nochmal diesen Dreifachen. Und singt er jetzt das hohe C oder nicht? Oder schon? Also das ist schon... Das ist natürlich auch schlimm, weil mit Aufnahmen gerade, wenn wir schon in einem CD-Geschäft sind, ja. Die großen Künstler, die dann das Glück haben, eine Aufnahme machen zu dürfen und da dann so einen besonderen Effekt reinsetzen in irgendeine Partie, dann erwartet jeder Zuschauer und Zuhörer das im Opernhaus auch. Also ja. Ihr werdet unter Druck gesetzt, auch durch die Aufnahmen, wo sich jemand was Besonderes erlaubt hat, oder? Nee, natürlich, aber ich meine, wir haben es ja mit intelligentem Publikum, Gott sei Dank, auch hoffentlich und sicher zu 90% zu tun, die auch wissen, was ein Unterschied zwischen einer Studioaufnahme und eines Live-Erlebnisses ist. In der Studioaufnahme kommt man im besten Fall gut ausgeruht hin und probiert das eine und wenn es nicht funktioniert, probiert man es noch einmal. Und gewisse große Stars haben sogar eine Vokalbank. Wenn der Ton nicht kommt, wird der Ton einfach eingespielt. Ganz simpel. Aber ich meine nur, also eine Studioaufnahme, das ist eigentlich ein Hochglanzprodukt und live ist einfach das beeindruckende, lebendige Live-Erlebnis. Das darf man wirklich nicht sozusagen gegenüberstellen. Ja. Nochmal zu deinem Spektrum. Ich finde es großartig, wenn man so facettenreich ist und ich glaube, das macht auch mehr Spaß als Künstler. Kritiker sehen das oft nicht so. Die schieben, und zwar nicht nur in der Kunst, sondern in vielen Bereichen, die Menschen gerne in Schubfächer, weil das einfacher ist. Und wenn dann jemand aus dem Schubfach rausspringt, dann stört das. Wie gehst du mit Kritikern um oder was fällt dir dazu ein, wenn das einer macht? Nachdem ich immer die Menschheit gestört habe und lästig war, schon mein ganzes Leben lang, und immer meine Meinung gehabt habe und auch oft eine Meinung vertreten habe, stört mich das nicht, weil ich das gewohnt bin, dass ich manchmal auch anecke und vielleicht auch nicht immer diplomatisch bin, obwohl sich das jetzt schon auch ein bisschen geändert hat. Für mich ist es halt immer ein Problem, wenn jemand sozusagen die Arbeit anderer sozusagen kritisiert. Das ist immer sehr leicht, gemütlich in einem Sessel zu sitzen und dann über die Leistung eines Menschen auf der Bühne zu urteilen. Aber man braucht den Kritiker, weil ohne den Kritiker hätten die Live-Vorstellungen nicht so eine, wie soll ich sagen, Verbreitung über die Medien. Ja, natürlich. Weil wenn man immer nur schreiben würde, das war alles großartig. Es ist eine Symbiose, aber nicht immer eine gesunde Symbiose. Aha. Natürlich helfen die Medien und die Kritiker, ist ganz klar, logisch, also um die Marke bekannter zu machen. Ja. Und jeder fühlt sich geschmeichelt, der eine positive Kritik hat. Sagen so viele Leute, ach, ich lese die Kritik nicht. Das stimmt nicht. Ja. Also natürlich, jeder liest das. Und wenn das nicht liest, dann kriegt das vom Agenten am nächsten Tag am Telefon zu hören oder wie auch immer. Und über positive Kritik freut man sich. Und dann, wenn die Kritik nicht so gut ist, dann ist man beleidigt. Ich bin nicht beleidigt, mich stört nur, wenn es eine unberechtigte Kritik ist. Also zum Beispiel, ich bin eingesprungen und habe das neue Opernhaus in Linz eröffnet mit der Gala-Vorstellung Rosenkavalier. Auch wieder mal so in einem Tag einspringen als Faninal. Und in der Kritik stand dann, wie toll der Kammersänger, ich weiß jetzt nicht, wie er geheißen hat, gesungen hat. Der hat ja gar nicht gesungen, ich habe gesungen. Wie kann ein Kritiker allen Ernstes eine Kritik abgeben über eine Rolle und schreibt, dass der Kammersänger Y, ich nenne jetzt keinen Namen, so gut gesungen hat. Freut mich zwar, dass er mich gut fand, nur ich heiße Clemens Unterreiner immer noch. Ja? Und das sind dann so Sachen, wo man sich denkt, das kann doch bitte nicht wahr sein. Und das ist auch so ein Beruf, wo es so viele Quereinsteiger gibt, ja? Wo ich mir denke, was haben die überhaupt für einen Hintergrund? Ja? Musik zu lieben alleine ist zu wenig. Meiner Meinung nach. Mein Kritiker hat eine riesige Verantwortung. Ein Kritiker kann Menschen zerstören. Psychisch und karrieretechnisch. Mit einem Federschrieb. Wenn das noch eine große Tageszeitung ist und man ist vielleicht jetzt nicht in der allerbesten Verfassung oder er mag einen nicht aus persönlichen Gründen, man weiß ja nie, was dahinter steckt oder ist ja alles möglich, Sie wissen, was ich meine.
Ja, das ist eine irrsinnige Verantwortung. Aber es gibt ja nicht nur, es gibt ja nicht so viele schwarze Schafe. Es gibt ja auch wirklich sehr versierte Kritiker, die auch die Künstler lieben, die genau wissen, was ist das an diesem Abend und die auch ganz genau wissen, wenn man einmal nicht so gut drauf ist. Das ist auch das Tolle am Wiener Publikum, die verzeihen sehr viel, Gott sei Dank, weil die auch wirklich Oper lieben, oft in die Oper gehen und jemanden begleiten, und wenn man da einmal nicht so gut ist, dann verzeihen sie Gott sei Dank auch und wissen, na, der ist eh okay und das war halt ein schlechter Tag. Da wird man auch getragen. Mhm. Ich singe auch nicht für den Kritiker, ich singe fürs Publikum. Der sitzt zwar drin im Publikum, ja, oder auch nicht, wie, ja, wir ja wissen. Ja. Ja. Und ich singe für den Komponisten, ich singe für mich, das gebe ich zu, das macht mir auch große Freude und eine Genugtuung, aber fürs Publikum. Hast du jemals in deiner Karriere mal überlegt oder die Schwierigkeit gehabt, zu entscheiden, ob du deine Karriere hauptsächlich weiter in Wien aufbaust? Man sagt ja immer, dass der Mensch im eigenen Land nichts gilt, erst wenn er im Ausland ist. Das würde für dich bedeuten, du hättest versucht, irgendwo in Frankreich oder in Deutschland oder sonst wo zu reüssieren. Die Frage stellt man sich natürlich oft, aber wer mich kennt, weiß, erstens, ich lasse mich nicht unterkriegen, zweitens einmal, ich lasse mich nicht vertreiben aus meiner Heimatstadt, drittens einmal, ich lamentiere nicht herum und bin beleidigt, das ist nicht mein Naturell, also ich mache das Beste draus. Mhm. Und ich denke mir, man kann die Leute nur sozusagen, so, man kann sie nur mit Erfolg und guter Laune bestrafen. Mhm. Und das ist hier meine Heimatstadt und ich habe hier für meine Familie und meine Freunde und das schönste Opernhaus der Welt. Und warum soll ich auf Zwang jetzt irgendwo anders hingehen, nur weil es halt vielleicht jetzt nicht so schnell die großen Rollen sind oder mal jemand was Böses schreibt oder ich halt mir wohl nicht vorkomme. Das ist so. Gut. Das ist, glaube ich, überall so und deswegen, ich mache das Beste draus. Und jeder, der es jetzt in YouTube sieht, was wir hier besprechen, und aus einer anderen Stadt das ansieht und vielleicht ein Sänger ist, wird sagen, na, der kann gut reden. Ich beneide ihn alleine deshalb, weil er in der Staatsoper singen kann. Nein, das muss schon ganz klar sein. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier in der Staatsoper sein darf. Hätte keiner gedacht, hätte keiner auch irgendeinen Groschen darauf gewettet, dass ich überhaupt Solist der Staatsoper werde. Deswegen bin ich sehr dankbar, weil ich weiß, was ich habe. Das war ein großer Glücksfall. Mhm. Sowas gibt man nicht leichtfertig auf. Mhm. Aber ich lasse mich auch nicht so einfach sozusagen dann zur Seite schieben. Ja? Ich bin hier, ich habe mir gewählt, in Wien zu sein und ich bin dankbar, an der Wiener Staatsoper zu sein, aber der Weg muss nach oben gehen. Mhm. Und deswegen versuche ich auch jetzt mehr auch international zu singen, um sozusagen mich auch ein bisschen breiter aufzustellen, aber trotzdem meiner Heimat und der Staatsoper treu zu sein, weil ich das ganz wichtig finde, dass man auch eine sängerische Heimat hat. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt nur mehr der König der Nebenrollen bin, bis ans Ende meiner Zeit, sondern sozusagen der Pfeil in die Höhe geht und sozusagen immer größere und schönere, spannende Rollen auf mich zukommen, was ja der Fall ist, aber halt vielleicht nicht so schnell, wie sich das vielleicht andere wünschen oder ich mir wünsche. So oft sage ich, ja, aber Herr Unterreiner, jetzt wird es aber mal Zeit, dass Sie das singen. Sage ich, ja, natürlich, nur ich besetze mich ja nicht selber. Ja? Also ich weiß, das ist immer lieb gemeint, aber das gibt mir auch oft einen Stich ins Herz, weil ich bin ja der Erste, der genau weiß, dass ich diese Rolle wenigstens genauso gut singen könnte als der Kollege oder vielleicht manchmal sogar besser singen könnte als der Kollege. Nur, wie gesagt, es gibt viele Sänger und es gibt viele gute Sänger und es gibt andere als mich auch. Das ist mir völlig klar. Und da muss man halt einfach das Beste draus machen und einfach mit Beharrlichkeit und mit guter Laune und mit absoluter sozusagen Seriosität und Professionalität den Weg weitergehen, weil dann wird sich das schon durchsetzen. Also ich habe es nie eilig gehabt in meinem Leben. Also wir drücken das also nicht. Also ich werde jetzt nicht sozusagen auf Bestemm mich fertig machen lassen, nur wenn ich jetzt nicht Wotan singe oder jetzt in der Sekunde. Außerdem bist du noch ein bisschen zu jung von Wotan. Das ist der Nachteil am Jungsein wahrscheinlich. Naja, gut. Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Ja? Faninal. Sie sind viel zu jung als Faninal. Viel zu jung. Na, wie alt waren denn die Väter zur Zeit Maria Theresias mit einer 14-jährigen Tochter? Sicher nicht 60 plus. Da waren sie nämlich schon tot oder wie auch immer. Ja? Und wenn man sich das genau anschaut, die waren eigentlich genau in meinem Alter. Also das heißt, warum wird das immer von Eltern gesungen? Weil es so eine schwere Partie ist. Und das können halt oft dann halt wirklich nur die gestandenen Kammersänger.
ist mir schon klar, dass ich jung bin für die Rolle, aber man muss ja mal hineinwachsen. Außerdem, das haben ja jetzt auch andere liebe Kollegen gesungen in der letzten Vergangenheit, so viel älter sind die auch nicht als ich. Nein, nein. Und machen das auch sehr gut. Also ich glaube, heutzutage auch mit den modernen Medien, das ist nicht alles so eine Altersfrage. Außerdem, wir haben Maske, Kostüm. Also bitte, als Telramund hatte ich so tolle Schläfen, weiße Schläfen, das war ganz toll. Die Damen sind um mich herum, ich dachte, mein Gott, das steht Ihnen gut, das steht Ihnen gut. Sie brauchen keine Sorge haben, wenn Sie älter werden. Habe ich gesagt, na eh nicht, aber das schaut wirklich, na, es ist wirklich lustig, man kann ja so viel machen, nicht? Und, sofern man sie behält. Bei mir deswegen sage ich, man muss die Rolle singen können. Ja, da, es gibt Perücken auch. Ja. Also, so, ja, ja, so, ja. Das, ja. Bei also, mir ist es aber noch. Nein, das Natur. Ist echt, das ist echt, ja. Ich finde, man muss die Rolle singen können. Natürlich entwickelt sich eine Rolle, entwickelt sich eine Stimme. Nur wann soll ich anfangen, so eine Stimme, sowas zu singen? Wenn ich nicht mehr kann? Oder ist es zu spät? Nein, nein, natürlich nicht. Der Vorteil auf dieser Bühne in Wien ist natürlich, dass du den Kontakt bekommst zu den ganz, ganz erfahrenen Stars. Ja, ja. Du hast mit der großen Montserrat Caballé gesungen. Darauf möchte ich gleich noch kommen. Aber zuerst frage ich dich nach zwei anderen. Und vielleicht lässt du uns teilhaben, wenn man ein bisschen versucht, hinter die Kulissen zu schauen. Aha, wie ist das mit Anna Netrebko? Lustig. Na, dazu muss man sagen, wirklich, also ich habe selten, also dass sie wirklich eine Ausnahmekünstlerin ist, das hat sie jetzt auch wieder bewiesen im Trovatore. Da gab es auch so viele Unkenrufe, das wird nichts, und wie kann das sein und hin und her. Sie ist einfach auch in der Zusammenarbeit als Kollegin wirklich ganz, ganz toll. Weil ich hab sie einfach so erlebt. Sie hat nie sozusagen, sie war nie schwierig, wenn man so der Ruf eilt voraus, große Diva, da gibt es ganz andere. Sie war wirklich ganz einfach, sie war kollegial auf der Bühne bei den Proben. Sie war immer pünktlich, nicht so quasi die Diva kommt, immer pünktlich, immer perfekt studiert. Das ist wirklich sehr professionell, das ist nicht alltäglich. Und es hat einfach großen Spaß gemacht. Ich kann mich erinnern, das war eine ja, eh Manon, die gestern gesungen habe, eine Manon, wo ich eben eine Bettszene mit ihr habe, die in der Zwischenzeit entschärft wurde, weil die anderen Sopranistinnen das nicht so gern habe, wenn ich auf ihre Brüste greife. Aber das war eine Regieanweisung und ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war mein erster Bretigny und gleich dann mit der Anna Netrebko und ich habe gedacht, oh Gott, unglaublich. Und im Bett mit Anna Netrebko und dann hat der Regisseur gesagt, du weißt eh, da musst du jetzt auf die Brüste fassen. Und ich so, was, wie, wo? Naja, da musst halt die Dings und so, aha, wirklich und so. Und ich bin so der schleimige Zuhälter der Bretigny und ganz ein. Und ich bin auch für ihren Tod auch verantwortlich letztendlich dann, und weil sie mir geglaubt hat und also und sozusagen wir proben Probebühne und wir sind halt im Bett und ich so, ja, sorry, but you know, ja, come on, do it. Und ich so, ja, und so weiter, ja, und von hinten und so weiter und plötzlich, no, stop it! Und alle so, no, I cannot work like this, I cannot work with him. Und alle, was ist jetzt los? Der Regisseur ist schon zum Telefon gelaufen, so quasi, ja, der Netrebko will nicht mit mir unter einer arbeiten, da ist was Schreckliches passiert und wir müssen alles stoppen und furchtbar. Und ich stehe so da und denke mir, um Gottes Willen, was habe ich getan? Und sie schaut mich so an und so, I love you so much. You are too nice for this role. I have to love you, but I have to hate you. Ja, boah. Also da hat man auch sozusagen, da hat sie einfach auch einen Schmäh geführt und dann ging es wieder ganz professionell weiter. Das werde ich nie vergessen, auch mit dem Rolando, der ja damals auch dann war. Ja. Das war ganz entspannt, sehr kollegial und das hat richtig Spaß gemacht. Und, ist sie streng in der Sache? Also wenn zu sich selber? Ja, nur zu sich? Ja, zu sich ganz streng, was ich sehr wichtig finde, weil es ist immer leicht zu sagen, naja, also der war schuld. Ich war draußen, weil der hat falsch eingesetzt. Das wird immer oft weggeschoben. Ja. Und das, nee, sie ist immer ganz, also sie ist wirklich sehr gut studiert. Und also das war wirklich eine tolle Erfahrung. Und das war auch lustig. Und sie war halt sozusagen der jungen Star-Generation auch, nicht? Weil die Caballé war ja nicht mehr so jung, wie da ich mit ihr was gemacht habe. Nicht? Vorher noch die Frage. Das war wieder was ganz was anderes. Ja. Du hast La Fanciulla gemacht, unter anderem mit Jonas Kaufmann. Ja, das ist auch toll. Ja, super. Also der Jonas ist so ein toller Kollege. Ich hatte ihn vorher natürlich nicht so gekannt, aber ich habe ihn das erste Mal bei einer Tosca kennengelernt und da hat er wirklich wahnsinnig schön, ich spreche jetzt über den Menschen, ich spreche nicht über die Stimme, ich spreche über Menschen und Kollegen
Und da hat er als Cavaradossi in der ersten Arie wirklich das ganz leicht gemacht und so weiter. Und dann stand in einer Kritik dann, naja, er säuselte das Recondit Armonia und man hat nichts verstanden. Haben uns gesagt, sowas. Bei der zweiten Vorstellung ist er gekommen, ich war Angelotti. Und dann hat er gesagt, du, hast du diese komische Kritik gelesen? Ich habe gesagt, du, Jonas, du, weißt du, mich brauchst nicht über Kritiker fragen, ja. Nein, also wenn sie wollen, dass ich brülle, dann brülle ich halt. Und dann hat er das Recondit Armonia so rausgesungen, ja, Begeisterungsstürme. Und er sagt, ja, wenn sie es hier so wollen, dann mache ich es hier halt so, ja. Also das ist ja auch, das Publikum hat ja auch immer einen anderen Geschmack, egal wo man das auch singt. Die Wiener, das ist ja das Tolle, die lieben das, die gehen mit, die wollen dabei sein, die muss man abholen. Dann sind sie auch das dankbarste Publikum überhaupt. Und wenn man da wirklich alles gibt, und das muss man auch dem Rolando Villason zugute halten, da kann man jetzt sagen, ja, weiß nicht, sie wissen auch alle, dass er Probleme hatte, ist ja kein Geheimnis. Und da sagen, ja, na klar, weil der hat ja auch alles, der hat wirklich mit seiner Seele, der hat wirklich alles gegeben. Fürs Publikum, für die Kunst. Ja. Ein Held, ohne nachzudenken, wirklich da hineinzustürzen. Und das finde ich wirklich so toll in der heutigen Zeit, weil der hat auch wirklich dann die Menschen wirklich bewegt. Er ist ja wirklich an die Menschen herangekommen, dass das vielleicht für die Stimme nicht besonders gesund war. Und das ist eine andere Sache. Aber deswegen meine ich, was ist das für ein großer Künstler, der wirklich alles gibt, selbst auch auf die Gefahr hin, dass er vielleicht einmal ein bisschen zu viel gibt. Ja. Wie war er in der Zusammenarbeit? Ja, ganz klar. Das war wirklich, ja, das war immer sehr lustig. Ne? Er war ja Clown früher, ja. Also was soll ich da sagen? Ja. Das erste Mal habe ich ihn kennengelernt, wie ich im zweiten Stock, das ist bei uns so Regiekanzlei, und ich fühle gerade den Urlaubschein an und es kommt einer herein und kommt rein und rennt wieder raus. Und ich dachte, das ist wieder die Polizei rufen, ein Wahnsinniger. Und ich sagte, nein, das ist der Villason. Sag ich, was ist los? Da kam er rein und also, was ist mit dem passiert? Ja? Also, der war einfach so, das war wirklich lustig und der hat seine wahnsinnige Seele hineingebracht. Es hat sich leider sehr viel verändert, wenn wir jetzt hinter die Kulissen schauen wollen. Es ist einfach so teilweise unlustig geworden. Das hat nichts mit Professionalität zu tun. Aber gerade in Probenzeiten, wenn es wirklich oft anstrengend ist, da muss auch einmal der Druck raus. Und da müssen die Leute auch einmal einen Spaß machen können oder einen Spaß verstehen. Das ist heutzutage leider nicht mehr so. Es gibt nicht nur in der Oper, das höre ich im Theaterbetrieb und das kenne ich aus dem Fernsehbetrieb. Es ist überall das Gleiche. Es ist ein Zeichen der Zeit. Wir haben große Konzerne. An den Schaltstellen sitzen sogenannte Controller. Das sind Menschen, die sind ausgebildet, nur auf Zahlen zu gucken, dass am Ende Profit rauskommt. Und die können am allerschlechtesten mit Künstlern umgehen. Bleiben wir bei den Namen noch kurz, bevor wir zu Montserrat Caballé kommen. Ach so, ja. Noch zwei Namen, große Sänger, von denen ich weiß, dass es auch deine Vorbilder waren, weil sie auch in deinem Fach sind. Und du hast das Glück gehabt, mit ihnen zu singen. Follanetto und auch Leonucci. Ja, Follanetto ist nicht mein Fach, aber ein toller, ich bin kein Basso Profondo. Ne? Ja. Aber ein ganz toller, eine Persönlichkeit. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der so in sich ruht wie der Ferruccio. Der ist ganz entspannt. Ich meine, jetzt kann man sagen, naja klar, ein Fulanetto kann entspannt sein. So meine ich das nicht. Der ist auch immer bei jeder Rolle ganz konzentriert. Dem kann auch immer was passieren. Aber er hat einfach diese wahnsinnige Ruhe, nämlich seiner natürlichen Autorität, Ausstrahlung, seines Könnens, seines Vertrauens in sich und seiner Erfahrung. Mhm. Und das war so toll, ich kann mich erinnern, das war ein Boris Godunov, wo er den Boris gemacht hat. Und ich hatte damals bei der Premiere den Mitjuch gemacht, das war so ein psoffener Bauer. Und dann hat der damals gesagt, du pass auf, ich höre in deiner Stimme den Schelgalov. Das ist dieser Stadtschreiber, der diese zwei tollen Arien hat. Und da habe ich gesagt, naja, schauen wir mal. 3 Jahre später haben wir uns wieder getroffen, wieder im Boris Godunov und ich habe den Schelgalov gesungen und anscheinend gar nicht so schlecht und die Größe muss er mal haben, dass er sich erinnern konnte und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, du Clemens, ich kann mich erinnern, ich habe dir doch damals gesagt, sing das Schelgalov, ich freue mich so für dich. Das habe ich so toll gefunden, dass so ein Held, ja, den ich ja immer schon bewundert habe, diese Größe hat, auch sozusagen einem jungen Kollegen auch so ein bisschen ein paar Tipps zu geben, weil ich habe mir natürlich dann auch viel angehört und hör mich ja mal so an und so weiter und diese Größe hat, das zu machen.
Ich habe ihn auch erlebt, wo er mal auch wirklich wütend werden konnte, auch wegen einer Regie-Sache. Aber das ist ein großes Vorbild, weil er einfach so professionell alles auf sich herankommen lässt. Leonucci? Und Leonucci war auch ganz toll, weil der ist witzig. Der ist total witzig. Erstens einmal, ich kenne ihn schon mein ganzes Leben natürlich. Und das ist immer was Besonderes. Der ist einfach so eine tolle Persönlichkeit. Und ich habe Rigoletto bin ich mit auf der Bühne gestanden und in der sizilianischen Vespa. Und er hat immer, weil man nett und das meine ich, gegensteuern. Das setzt man sich halt in der Kantine zusammen. Und man kann sich ja so seine Truppen ja auch bilden. Ja? Man kann ja auch gegensteuern, dass man gegen dieses Anonyme ankämpft. Und hat die Leute eingeladen und hat halt wirklich auch ein bisschen erzählt. Und die sind ja auch sehr dann zugänglich. Also die freuen sich auch, wenn die jungen Kollegen kommen. Ah, man lernt so viel von denen. Ja. Also und er ist offen und lädt. Total offen. Rein. Nein, das ist überhaupt eine tolle Persönlichkeit. Also wie lange der auch schon im Geschäft ist. Ja, und singt auch gut. Ist er unglaublich. Das ist das Stichwort dafür mit dem Singen. Es gibt auch Persönlichkeiten. Ich finde überhaupt, das Irreste ist das Wertvollste in unserem Leben immer, wenn wir Menschen treffen. Ja. Und das können ganz unbekannte Leute natürlich sein, das kann eine Begegnung auf der Straße sein oder das kann auch natürlich die Begegnung mit einer prominenten Person sein. Jetzt komme ich zu Montserrat Caballé. Ah, ja. Ja. Und muss sagen, die hat ja hier einen Auftritt hingelegt bei La Fille de Regiment. Alleine das Auftreten, das Erscheinen dieser Persönlichkeit ist ein unglaubliches Ereignis. Das merkt man auch natürlich dann an den Reaktionen im Publikum. Ich habe einen Ausschnitt, wo nicht gesungen wird. Sie kommt das allererste Mal auf die Bühne. Sie wird von dir hineingeleitet. Ja, ja. Dann bist du noch mal kurz mit einem Schirm zu sehen. Dann hat sie ihre Szene. Und am Ende öffnest du ihr wieder die Tür oder die Tür geht auf und du stehst schon da, um sie quasi wieder von der Bühne zu leiten. Was dann dahinter passiert, frage ich dich gleich. Aber als erstes wollen wir uns diesen kurzen Auftritt gönnen. Jetzt nicht falsch zu verstehen, aber in dem Moment ist sie meine Kollegin. Ich bin ja nicht der Fan, ich bin ja nicht der Groupie von der Frau Caballé. Das muss man mich jetzt nicht falsch verstehen, aber in der Situation bin ich der Kollege und da begegnen wir uns auf Augenhöhe. Das ist auch für die anderen, das ist immer ganz klar. Also auch egal, mit wem ich gearbeitet habe, das war ja das Tolle, dass man immer auf Augenhöhe agiert. Nur damit sie wissen, wir haben Blut und Wasser geschwitzt. Sie haben das Taschentuch gesehen, das war voller Spickzettel vom Text. Sie hat auch immer wieder so geschaut, was kommt als nächstes. Sie hätte Text sagen sollen, alles, was sie zum Schluss gesagt hat, das stand überhaupt nicht im Textbuch. Die Leute im Übertragungswahn haben geflucht, man hätte sich diesen Boxenfunk, sage ich jetzt einmal, anhören müssen, wo sie sagen, was macht die, das steht ja überhaupt nicht da drinnen. Die hat einfach irgendwas gesagt. Ja. Also es war wirklich sehr spannend und aufregend, weil jede Vorstellung hat sie einfach was anderes gemacht. Ja. Weil das war halt so. Und sie hat sich halt so gefühlt. Das war für uns wahnsinnig schwierig, weil wir mussten natürlich dann immer ein bisschen sozusagen improvisieren, dann auch noch in einer fremden Sprache. Das ist gar nicht so einfach. Aber es war ein großer Moment, weil man ist zwar in der Situation der Kollege auf der Bühne, aber dann denkt man sich, man hat jetzt jemanden im Arm und wir wissen, sie geht schlecht und ich habe sie von hinten sozusagen hinauf begleiten müssen auf der Treppe und dann denkt man sich, eigentlich unglaublich, da stützt man jetzt diesen Star, diese Kollegin. Und dann denkt man sich, was hat die alles schon gemacht? Und mit wem hat die alles schon gesungen? Also kommst doch dann. Also das ist schon natürlich was Tolles, aber da muss man auch immer aufpassen, dass man dann nicht sozusagen die Konzentration verliert. Also wenn man dann immer denkt, oh Gott, was hat denn die alles so gesungen? Dann wird man nervös und so weiter.
Es war wirklich lustig und eine ganz eine tolle Erfahrung, weil wir hatten auch ein Problem einmal mit einer Dame, was heißt Problem, die war für die Dialoge zuständig. Und wer mich kennt, ich spiele halt gerne. Ja? Und im Dialog ist gestanden, also ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich muss mich konzentrieren. Je suis un homme, je suis un homme. Es stand zweimal. Also je suis un homme, je suis un homme. Si vous trouvez. Selon milieu des horreurs de la guerre, je tremble horriblement. Il faut que je me secoue. Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Und ich habe einmal bei einer Probe, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, und sie, non, 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 seulement deux fois, nur deux fois, nur trois fois, hat mich zusammengeschrien, weil ich gewagt habe, das dreimal zu sagen, statt zweimal. Da habe ich mir gedacht, und dann habe ich wirklich einmal gesagt, hier wird überhaupt niemand angebrüllt. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, entschuldige ich mich dafür und sagen Sie mir das ganz normal. Hier wird nicht gebrüllt. Das, so geht das nicht. Entschuldigung, aber so nicht. Da war ich so, oh Gott, die sind alle so dick, so krass, der braucht sich was. Ja, aber ich habe das so unmöglich gefunden, wenn man so angebrüllt wird, so respektlos. Und dann kam die Montserrat Caballé und hat irgendwas gesagt. Und die stand so wie so, und hat sich nicht getraut, was zu sagen. Und hat, da war alles falsch und ich habe mich so gefreut. Und dann irgendwann mal hat sie gesagt, was wollen Sie von mir? Ich spreche, was ich will. Haben Sie ein Problem? Und sie, nein. Und es funktioniert fantastisch. Und sie sagt, aber ja. Das Ergebnis war dann ein riesiger Erfolg. Und wie gesagt, also ich biete auch immer was an. Und wenn ich was anbiete, das ist immer so, zuerst wollen sie immer, dass man was anbietet und dann bietet man was an und sagt, das ist Blödsinn, das kannst du doch nicht machen. Sag ich, dann sag halt was. Ja? Ich kann also, das aber verstehen, dass bei dir die Leute, die dich dann führen sollen, auch oft auf die Bremse treten müssen. Ich habe zum Beispiel jetzt, also beim Telramund habe ich sicher nicht zu viel gespielt. Das, aber wenn ich zum Beispiel als Angelotti das dramatisch... Das habe ich nicht gemeint, weil wir haben über die Rolle haben wir ja so gesprochen. Nein, ich meine etwas anderes. Dass man mich bremsen muss, weil ich oft zu viel tue. Weil du zum Beispiel mir, das alle Zettel hast du schon weg, sozusagen. Nein, weiß ich aber nicht. Aber, muss ich noch ansprechen. Ja, aber lass mich nur den Satz zu Ende führen. Ja? Also ich finde, man hat mich gerügt, dass ich als Angelotti zu viel spiele. Der wird verfolgt und stürzt in die Kirche rein. Und er sagt, du kannst doch nicht so dramatisch reinlaufen und stürzen. Die Leute glauben, du stürzt ja wirklich. Ich sage dann, ist das nicht toll, wenn sie wirklich glauben, dass das wirklich so ist? Der rennt um sein Leben. Wer soll ich da hineingehen oder irgendwie so mich dramatisch hinfallen lassen? Nein, also oft wirkt es vielleicht zu viel, aber dann sage ich immer, dann haben halt die anderen Kollegen zu wenig gespielt. Ich spiele das wirklich nicht, weil ich jetzt absichtlich viel geben will, sondern weil ich das in dem Moment wirklich so empfinde. So ja, wirklich, das klingt jetzt vielleicht aufgesetzt künstlerisch, aber ich empfinde das so. Und wenn man auf die Musik hört, da, 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 da hat der Puccini ganz genau Herzschlag rasend schnell. Dramatisch, ja. Also, und dann hat man auch gesagt, das ist ja viel zu viel und spielen sie nicht zu viel und sie machen ja aus jeder kleinen Rolle eine Hauptrolle. Ja, um Gottes Willen, ich meine, das müsste sich eigentlich das Haus wünschen, dass jede Rolle toll besetzt ist. Das macht ja die anderen Rollen nicht kleiner. Nicht das macht ja nur das ganze Stück größer. Aber auf der anderen Seite kann ich auch nichts dafür, wenn zum Beispiel, das habe ich auch einmal gehört, Clemens, bitte sprich nicht so laut und deutlich, deine Kollegen versteht man nicht. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, also ich denke mir, dass das Publikum gerne hören würde, was ich zu sagen habe. Und wenn die Kollegen nicht sprechen können, ist nämlich ein riesiger Unterschied zu singen und zu sprechen. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich habe das gelernt und ich habe auch viel Erfahrung mit Open Air gemacht, mit Sprechen. Das muss man können, weil sonst geht es auf die Stimme. Und viele Sänger können das nicht. Und dann ist es halt irgendwie so. Ja, aber zum Beispiel bei Operette oder so, da muss man auch sprechen können. Und dann habe ich mir gedacht, also soll ich mich jetzt entschuldigen, dass ich klar und deutlich spreche, dass das Publikum mich versteht? Und am nächsten Tag haben die lieben Kritiker geschrieben, er war der Einzige, den man verstanden hat. Gut, und da muss ich sagen, also dann habe ich es wieder mal jemandem nicht recht gemacht, ja? Also dann fragen das sie. Das haben die dann aber ja positiv. Nein, ja, schon, gemacht, aber ja. Das ist doch komisch, dass ja. Man so quasi bremst dich, weil du nimmst den Fokus von. Also es tut ist mir leid, aber dann ich bin kein, man sagt immer so Kollegenschwein, das bin ich nicht. Ich würde nie einen Kollegen im Stich lassen oder ihm die Show stehlen, das würde ich nicht. Aber ich mache mich sicher auch nicht absichtlich kleiner, nur weil der Kollege in dieser Rolle halt nicht so präsent ist. Es tut mir leid.
dann habe ich ein Problem. Ich kann nicht anders in dem Moment. Das ist ja so anstrengend. Das ist, wenn ich mich da nicht zu 1000% motiviere, dann das geht auf die Stimme. Das. Du bist in Österreich nicht nur bekannt als Opernsänger, sondern wenn du über die Straßen gehst, durch die Straßen gehst, erkennen dich auch Leute, die mit Oper überhaupt nichts am Hut haben, weil du viel im Fernsehen auftauchst, auch in den Society-Magazinen, hier die Seitenblicke selbstverständlich. Ja. Ist das Zufall? Passiert das einfach oder investierst du bewusst in die Selbstvermarktung? Das hat sich so ergeben. Ich bin halt einer, wenn man mich was fragt, dann antworte ich. Und die wollen halt auch ein Material. Das ist ein Geben und Nehmen. Die kommen zu einer Veranstaltung und ich nehme sehr aktiv am österreichischen und Wiener Kulturleben teil. Das ist ja was ganz was Tolles. Bin ja auch eine Privatperson. Ich gehe wahnsinnig gerne in Theaterpremieren, zu Eröffnungen ins Museum, zu einer Vernissage. Da passiert es halt auch noch einmal, dass halt die Gesellschaftspresse da ist oder das Fernsehen. Das ist ja auch was Positives, ist wunderbar. Und wenn sie kommen und sagen, können wir ein bisschen plaudern oder können wir ein Gespräch machen, da was soll ich sagen? Nein. Oder warum? Ja, da sollen sie fragen und die entscheiden ja dann eh, ist es sinnvoll, schneiden wir das hinein oder nicht. Das ist ein Geben und Nehmen. Natürlich ist es klar, man muss auch die Marke stärken. Ich bin ja auch nicht nur ein Mensch und Sänger, sondern jeder Sänger, der sich ein bisschen unterscheiden möchte. Wir haben ja so viele gute Sänger. Ist ja auch toll. Aber ich schau natürlich in erster Linie auch auf mich. Und da muss man halt schon schauen, wie kann man da seriös, immer passend, auch sozusagen vorkommen. Ich habe dich selber schon oft vorgeschlagen, wenn wir Fernsehsachen machen und jemand sagt, wir wollen was über die Oper machen, dann sagt man ganz schnell und ganz einfach, versucht an den Clemens Unterreiner zu kommen, der hilft dann immer. Das ist so, weil du fröhlich bist, weil du freundlich bist, weil du für einen Scherz offen bist und weil du nicht rumzickst, was andere dann auch leicht machen und man natürlich auch in der Fernsehbranche, wenn man Material braucht, vielleicht auch mal jemanden schickt, der ein bisschen ruppiger ist und du kannst damit umgehen. Das ist bekannt und man freut sich, dass man dann dieses Material hat. Außerdem verstehe ich mich auch als Botschafter der Oper und der Musik. Was gibt es Schöneres, als wenn ein Bericht über Oper gemacht wird, dass ich da vorkommen darf. Und ich hole gern die Leute überall dort ab, wo ich sie treffe, um sie für meine Kunst zu faszinieren, um sozusagen, kommen Sie doch einmal in ein Konzert oder kommen Sie doch mal in die Staatsoper oder schauen Sie, wir sind ganz normale Leute, wir sind nicht nur sozusagen üppige, dramatische, komplizierte Personen, wir sind ganz normale Menschen auch. Schwellenangst überwinden. Genau, also ich will auch die Leute heranziehen und das geht auch oft und sehr gut durch die Medien oder durchs Fernsehen, das finde ich auch sehr wichtig. Dann gibt es auch etwas, du verkaufst, nicht du, das wäre toll, wenn du, glaube ich, die Tantiemen bekämst. Bekomme ich auch ein Teil. Bekommst du? Ja, natürlich, habe ich da mitgemacht. Ne? Dann ist es ja noch toller, dass man das sagen darf. Das ist im Moment gerade die neueste Aufnahme aus der Wiener Staatsoper, Capriccio. Mit René Fleming. Wie war das? Ganz toll. Das war auch, wo sie gesagt haben, da musst du vorsichtig sein und die ist jetzt da ganz kompliziert. Und ich habe sie gleich auf dem Fahrstuhl in der Staatsoper getroffen und ich steige ein und sie, what's that perfume? I know this perfume. Und ich gesagt, Abercrombie & Fitch. Yeah, Abercrombie & Fitch. Oh, I love it. Let me smell. Dann ist sie gekommen. Nein, dann habe ich gewusst, das wird lustig. Das wird lustig. Und das war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Und die war auch ganz entspannt. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ich gehe einfach auf Menschen zu. Den Kurt hattest du auch dabei. Das ist ja überhaupt schon toll. Der Kurti, natürlich. Ja. Der Witz, ganz lustig. Das sind ja wirklich große Stars, die aber auch oft sehr einsam sind. Die kommen in eine Stadt, sind halt ein paar Wochen da, die haben jetzt nicht in jeder Stadt so viele Freunde. Die freuen sich, wenn man auch einmal sagt, ja, weiß nicht, und möchtest du mal auf einen Kaffee trinken gehen und wenn du Zeit hast. Die freuen sich wirklich, dass da eben sozusagen, dass sie ganz, ganz normal behandelt werden. Was ihr beide zusammen auf der Bühne gemacht habt, schauen wir uns mal eben kurz an. Okay. Der Herr Graf hat Mademoiselle Clairon nach Paris begleitet. Er lässt sich für heute Abend entschuldigen. So werde ich allein.
sein Frühstück, seine Aufwartung machen, um von Frau Gräfin den Schluss der Oper zu erfahren. Den Schluss der Oper! Wann wird er kommen? Er wird in der Bibliothek warten. In der Bibliothek? Wann? Morgen Mittag um 11. Meine Probe habe ich gesagt, morgen Mittag um 12. Und das war ganz lustig. Gefällt, da wir, wie gesagt, in einem wunderschönen CD-Laden sind und wissen, dass das Menschen sehen, die gar nicht in Wien leben. Wir haben schon zwei andere Gespräche ins Internet gestellt, in YouTube, und die fragen dann, wo ist denn dieses Geschäft? Und das sage ich jetzt einfach mal. Das Geschäft ist in Wien, gleich neben dem Haus der Musik, in der Seilerstätte Nummer 30. Genau, 30. Im inneren Bezirk, im ersten Bezirk, also im Zentrum von Wien. Ganz wichtig ist, ich bin früher auch wahnsinnig gerne immer und jetzt auch noch in die CG-Geschäfte, Plattengeschäfte gegangen, um zu schmökern, um zu schauen. Das ist ein ganz eigenes Erlebnis. Und auch ein bisschen zu fachsimpeln und zu fragen und mit den Aufnahmen und so weiter. Und dann kommt man hier und sagt, ich habe gehört, da gibt es eine Aufnahme, da gibt es dann wahnsinnig intelligente Menschen, die wissen, ah, sie meinen das und naja, das werden wir schon irgendwie organisieren. Und ich finde das heutzutage gerade so wichtig, dass man auch diesen persönlichen Kontakt hat und dass man auch in ein Plattengeschäft hineingehen kann und nicht nur alles aus dem Internet herunterstreamt und herunterzieht und sozusagen unpersönlich sich Sachen macht. Das ist zwar sehr in Ordnung und toll, aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Leute auch wirklich in die Plattengeschäfte hineingehen, in die CG-Geschäfte hineingehen. Das ist ein Fachgeschäft, das sind Fachleute, die auch beraten können und die sich auskennen. Welche sind deine Favoriten? Welche zwei Aufnahmen hast du mir mal genannt, die du ganz besonders stark findest? Ja, für mich ist einfach also ganz großartig die Tosca mit der Maria Callas und mit Tito Gobbi und Victor de Sabata dirigiert das. Ich glaube, 53 ist das, wenn ich mich richtig erinnere. Damit bin ich groß geworden. Das ist einfach ganz, ganz großartig. Da gibt es auch eine lustige Qualität, ist ganz, ganz schlecht. Eine Aida aus Mexico City, auch mit Callas und ich glaube mit dem Baum ist der Tenor, ja, wo sie dann auch das hohe A einlegt und das S einlegt und er noch, also unglaublich, ist auch eine tolle historische Aufnahme. Ja, also es und gibt sie so ist gerade kürzlich verstorben. Ich weiß es, weil du es mir vorher gesagt hast. Das ist ganz großartig, ne? Die Magda Olivero. Da gibt es eine tolle Aufnahme von der Fedora. So sieht die aus. Ja, da war sie nicht mehr stimmlich auf der Höhe. Und das ist aber so berührend, auch gerade dieser Abschied, also im zweiten Akt zum Beispiel auch, da kommt so viel Sentimentalität aus dieser Stimme heraus. Ja? Das hat mich so wahnsinnig fasziniert. Was von dir eigentlich mal planen? Es gibt einiges in petto und in Vorbereitung und da freue ich mich und da sage ich, gut Ding braucht Weile und vorher freue ich mich, wenn die Leute lieber in meine Konzerte kommen, oder in die Staatsoper jetzt im November Rosenkavalier zum Beispiel, im Dezember die Silvesterfledermaus, am 17. Dezember mein berühmt-berüchtigtes Benefizweihnachtskonzert und ja, wenn Sie ein bisschen Urlaub machen wollen zur Kirschblüte, können Sie mich gerne in Tokio nächstes Jahr besuchen kommen oder bei den Osterfestspielen in Baden-Baden, wo ich mit der Fassbänder Rosenkavalier machen werde. Es wird die Regie machen. Das wird nämlich eine sicher ganz tolle Zusammenarbeit. Zum Abschluss haben wir etwas von dir, von Bizet. Ja, das ist gut. An der Wiener Staatsoper. Das Besondere habe ich mir sagen lassen, gar nicht mal von dir, Clemens, sondern von anderen Sängern, die an dem Vormittag aufgetreten sind, ist, dass es unheimlich schwer ist für Opernsänger, die es gewohnt sind, am Abend die volle Stimme zu bringen, die volle Stimme am Morgen zu präsentieren. Um 11 Uhr, glaube ich, war das, nicht? Dem Clemens ist es geglückt und wir hören uns das jetzt an zum Schluss, die Arie des Escamillo aus Carmen. Oh!
Wirklich ohne dem Publikum sind wir nichts, aber es freut mich immer, wenn ich sozusagen als ein Wiener Bur an der Staatsoper sozusagen von meinen Leuten unterstützt werde und deshalb trinke ich auf Sie und auf Ihr Wohl. Bedanke mich, dass Sie da waren. Für Sie alle, dass Sie gekommen sind.